Hohes Präsidium, liebe Parteifreunde, verehrte Gäste. Mein Name ist Henning Töne, ich lebe in Bad Homburg im Hochtaunuskreis, bin 39 Jahre alt und arbeite seit 14 Jahren als Personalberater. Ich kann dort auf Erfahrungen im Headhunting zurückgreifen, wie auch bei der Personalentwicklung und Strategie mittelständischer Unternehmen. Durch mein Studium und den beruflichen Werdegang habe ich Kenntnisse in Organisationen, Finanzen und kann auch einen Haushalt lesen. Mir sind die Bedürfnisse der Arbeitgeber bekannt, wie ihre Sorgen überhaupt ausreichend fähiges Personal zu finden. Und Arbeitnehmer, die selbst mit Vollzeitstellen über ihr Einkommen klagen, für die planbare Freizeit, Wertschätzung und ein soziales Umfeld, aber ebenso eine Entlohnung darstellt. Politisch interessiert war ich bereits zu meiner Schulzeit. Für mein Studium der BWL zog es mich nach Nürnberg, wo ich dann auch politisch aktiv wurde. Die Aktivität begann mit dem Bund Freier Bürger in Bayern und nach dessen Auflösung und einer Denkpause setzte sich diese für einige Monate leider in der FDP fort, gemeinsam mit anderen freiheitlichen Mitstreitern, die sich heute auch teilweise in der AfD befinden. Liebe Parteifreunde, wie alle hier im Saal habe auch ich auf eine Partei wie die AfD gewartet. Auch wenn wir seit der Gründung vor 5 Jahren schon einige Klippen zu umschiffen hatten und das Euro-Thema nicht mehr der erste Punkt unserer Agenda ist. Die AfD ist die politische Stimme der Bürger, die kein Vertrauen mehr in die EU, Merkel oder die Berichterstattung der Medien haben. Unser Ziel in Hessen ist es, diese Stimme dann auch ab Oktober im Wiesbadener Landtag zu erheben. Seit 2 Jahren vertrete ich die AfD in der Stadtverordnetenversammlung in Bad Homburg. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt dort im Wirtschafts- und Finanzausschuss. Auch wenn Bad Homburg eine mittelgroße Stadt mit ausreichend Einnahmen und Vermögenswerten ist, herrscht dort wie überall die gleiche Mentalität. Das von den Bürgern erwirtschaftete Geld wird reihenweise ausgegeben. Es wird Klientelpolitik betrieben, sinnlose öffentliche Bauten erhalten oder sogar erst errichtet. Nicht zu reden von den zahlreichen Förderungen für die verschiedensten Vereine, die meist auch noch mit Stadtverordneten verbunden sind oder Projekten, deren Nutzen für den Bürger nicht erkennbar ist. Was im Kleinen in einer 55.000 Einwohnerstadt zu erleben ist, findet sich im größeren Volumen auch im Haushalt des Landes Hessen. Liebe Parteifreunde, das wollen und brauchen wir nicht und ich möchte mich im Hessischen Landtag dafür einsetzen, diese Förderungen, Zuschüsse und Zuwendungen auf ein für die Gesellschaft sinnvolles Maß zurückzuführen. Ausgaben für Hoch- und Tiefbau sind jedoch existenziell für unsere Wirtschaft und die Gesellschaft. Leider werden nicht wenige dieser Projekte gekürzt oder in einen kommenden Haushalt verschoben. Es kann nicht sein, dass Infrastrukturprojekte jahrelang diskutiert werden, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Eine funktionierende Infrastruktur ist jedoch die Ader für die Wirtschaft und die Basis, um zukünftig überhaupt noch Ausgaben tätigen zu können. Der Sozialstaat hingegen verschwendet Steuergelder, immer mit der Begründung, anderen zu helfen und so auch einen Dienst an der Gesellschaft zu leisten. Aber wir kennen doch die Realität. Wie hat sich unser Stadtbild in den letzten Jahren denn entwickelt? Fühlen wir uns sicherer, trotz angeblichen mannigfaltigen Geldeinsatzes im sozialen Bereich? Nein! Trotz Streetworkern, zahlreichen Projekten und Initiativen sehen wir herumlungernde Gestalten, meiden bei Dunkelheit bestimmte Orte und Viertel und fühlen uns mittlerweile auch schon bei Tageslicht belästigt. Wir wollen keine staatlich aufoktroyierte Sozialindustrie, die sich ihre Klientel offensichtlich selbst schafft und das Geld verbrät, wofür andere Leute arbeiten. Für mich ist die beste Sozialpolitik immer noch, dass die Menschen Arbeit haben, um so ein vernünftiges Einkommen für ihr eigenes Leben zu erwirtschaften. Als ein rohstoffarmes Land benötigen wir dafür Bildung. Wir brauchen Sicherheit, eine funktionierende Infrastruktur und einen Staat, der Rahmenbedingungen schafft, Wirtschaft und Gesellschaft, aber nicht mit dem Übermaß an Bürokratie auf die Nerven geht. Vernünftige Haushaltspolitik bedeutet, den Bürgern nur das wirklich Notwendige an Steuern zu nehmen und mit den Einnahmen verantwortungsvoll umzugehen. Nicht nur ich habe den Eindruck, dass sich bei diesen Punkten vieles in die falsche Richtung entwickelt hat. Die Bildungserfolge nehmen immer weiter ab, die Menschen fühlen sich unsicher, durch Bürokratie und eine hohe Staatsquote wird Freiheit genommen. Für einen freiheitlich denkenden Mensch darf der Staat jedoch keine Krake sein. Liebe Parteifreunde, oft werde ich gefragt, warum ich mich in der AfD engagiere, welche Aufgabe ich in der AfD sehe.
Für mich ist die AfD die Stimme derjenigen, die einfach nur ihr Leben in Ruhe leben möchten. Mit ihrer Familie und ihren Freunden und nicht mit denen, die zu ihren Freunden ihrer Gesellschaft erklärt werden. Warum konnte sich denn die AfD in der Eurokrise zusammenfinden? Es herrschte eine Angst vor einem wirtschaftlichen und finanziellen Niedergang, vor dem Verlust des eigenen Vermögens, das für die Zukunft ersparten Geldes. Und diese Angst ist real, wird aber von Merkel und den Ihren komplett ignoriert. Warum fand die AfD in der sogenannten Flüchtlingskrise solch eine Zustimmung? Es ist den Menschen eben nicht vermittelbar, Hunderttausende zu versorgen, die sich fernab ihrer Heimat hier nun aufhalten. Die Kollision mit Kulturfremden, die sich hier weder anpassen wollen noch können, sind täglich in den Medien nachzulesen. Es ist auch nicht vermittelbar, mit diesen Kulturfremden eine Gesellschaft zu bilden, fehlt doch dafür jegliches Fundament. Nur, die Regierenden verweigern sich der Realität und zwingen uns ein Verständnis auf, das von der anderen Seite nicht erbracht wird. Der Vorwurf an die AfD, eine ausländerfeindliche Partei zu sein, widerspricht der Realität. Wir haben Ausländer, Menschen mit Wurzeln im Ausland als Mitglieder, Unterstützer und Wähler. Nur bekommen diese Schreiben vom Finanzamt, nicht von irgendwelchen Sozialbehörden. Im Hessischen Landtag wird die AfD immer wieder ansprechen, welche Gesellschaft wir uns wünschen. Wir wünschen uns eine Gesellschaft, die auf unseren Werten, unseren Traditionen, unserer Kultur beruht. Dazu gehören auch die Menschen, die sich hier assimiliert haben. Wir wollen keine Integration, wir fordern Assimilation. Deutschland ist kein Experimentierfeld für gesellschaftliche Projekte, kein Land für Parallelgesellschaften. Natürlich machen wir uns damit Feinde. Den Sozialingenieuren, Gesellschaftsvergewaltigern und Zerstörern muss aber die Stirn geboten werden und der Geldhahn gehört abgedreht. Auch heute erleben wir hier in Flörsheim, wie die AfD bekämpft wird. Medien berichten verzerrt oder falsch über uns. Und ganz vorne dabei sind die Öffentlich-Rechtlichen. Das Vertrauen in die Medien schwindet, denn Propaganda hat mit Information nichts zu tun. Uns als AfDlern hilft es auch nicht weiter, uns als Opfer zu sehen. Opfer einer vollkommen falschen, fehlgeleiteten Politik, Opfer der Medien, Angriffsfläche der sogenannten gesellschaftlichen Gruppen wie zahlreichen Verbänden oder den Kirchen. Nein, die AfD muss stattdessen zum Täter werden, Taten sprechen lassen, dem Wähler kommunizieren, was wir wollen und was wir warum nicht wollen. Liebe Parteifreunde, ständige Experimente in der Bildungspolitik, Inklusion, Gender-Irrsinn, Energiewende, Buntheit, Offenheit und Akzeptanz, selbst der merkwürdigsten Lebensformen halten keiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung statt, werden aber in Hessen praktiziert, zugelassen und finanziert. Lieber nicht Töne, mit uns. Zeit. Letzter Satz. Unsere politischen Ideen möchte ich im Hessischen Landtag unterbringen, daran mitarbeiten und unser Land wieder auf die richtige Spur setzen. Ich freue mich auf Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank.